Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Cat Lady. Ja, vor dieser Folge habe ich mich sehr gefürchtet. Also, ja, generell davor jetzt weiter zu spielen. So, wir rufen jetzt die Nummer dieses Hauses hier an. Ich bin gespannt, ob es klappt, was ich mir vorstelle. It's pointless. It must be this phone's number. Okay, das klappt nicht. Ich habe gedacht, dass hier vielleicht noch irgendwo ein Telefon ist, was dann klingelt. Und ja, die Frau dann halt hier reingerannt kommt. Das ist es also nicht. Wir müssen irgendwie die Frau weg aus dem Schuppen kriegen. Irgendwie. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie. Also wir haben einige Sachen zu tun. Aber wir müssen die da wegkriegen. Wir müssen halt eigentlich, wir müssen in diesem Eimer im Keller, wo der Typ ist, dieses giftige Gas anrühren, mixen. Dazu brauchen wir aber sicherlich etwas, das die Frau da im Schuppen hat. Hier kriege ich halt auch gar nichts. Ich weiß echt nicht, wie ich die da wegkriege. Oh! Hi. Okay, die kommt von alleine. Okay, wusste ich nicht. Oh, hat mir die gerade Angst gemacht. Wow. Wow. Und ich stehe hier wieder auf? Okay, das ist ja eigenartig. Die sind dann einfach wieder hier. Ich dachte, das Spiel ist vorbei. Die läuft rum. Die läuft echt rum. Aber ausgelöst vom Telefon oder wie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die jetzt... Nach oben kann ich ja immer noch nicht, ne? Wie wurde die jetzt alarmiert? Vor allem, ich muss zum Tisch kommen. Also ich war mir halt ganz sicher, dass ich... Kommt die jetzt wieder, wenn ich hier durchgehe? Ne? Ja, das hier wollte ich halt. Ich muss mich nicht verstecken. Warum? Ich dachte halt, ich verstecke mich hier unter dem... Also ich rufe die irgendwo wie. Die kommt aus dem Gartenhaus hierher gelaufen. Ich muss mich unter dem Tisch verstecken. War das gerade gescriptet? War das so gewollt? Vielleicht war das gewollt. Vielleicht war das so ein Hint. So ein Hinweis, dass ich mich... Dass die jetzt irgendwie getriggert ist. Und hier rumläuft. Aber... Ihr hört's ja. Also achtet mal auf die Hintergeräusche. Es hört sich ständig so an, als würden hier Leute rumlaufen. Ich kann also nicht anhand von Schrittgeräuschen irgendwie erkennen, dass sie unterwegs ist. Jetzt gucke ich hier nochmal. Jetzt ist sie wieder da. Ah, das ist echt schwierig, schwierig, schwierig alles. Ich bin mir echt nicht sicher, wie das gehen soll. Ich kann da nicht an sie vorbei hier irgendwie. Das geht nicht. Ich bin auch sicher, dass ich nicht von hier aus was machen soll. Von hier aus kann ich die nicht rufen. Es ist garantiert das Telefon, oder? Vorher kamen sie nicht. Die kamen jetzt, wo ich das Telefon benutzt habe. Vielleicht war ich zu langsam. Obwohl, ich bin eigentlich ziemlich schnell nach dem Anruf direkt losgerannt. Ich kann ja nicht rennen. Also ich kann... Das hier ist meine Schrittgeschwindigkeit. Mehr geht nicht. Und dann war sie schon da. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Dann gucken wir mal, ob die durchs Telefon wieder getriggert wird. Weil dann ist es halt nicht der Tisch, wo wir uns zuerst verstecken müssen. Dann ist es irgendwas anderes. Dann ist das mit dem Tisch vielleicht erst später. Vielleicht müssen wir erst irgendwo anders hinrennen. Wir probieren mal rum. Wir probieren rum. Wir haben gespeichert. Wir sterben scheinbar auch nicht. Wir kommen da einfach wieder. Also ist es sogar egal. It's pointless. It must be this phone's number. Ich frage mich, das kann sie ja eigentlich auch gar nicht hören, ne? Das Telefon an sich klingelt ja nicht. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat sie irgendwas, womit sie das hören kann. Vielleicht, ich weiß nicht, ein Pieper? Reagieren die auf sowas? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt erstmal hier hingehe vielleicht? Vielleicht ist die jetzt halt da oben irgendwie unterwegs. Eine Frage, wie lange? Also ich kriege ja hier unten überhaupt nichts mit von ihr. Ich höre nur mich selbst, wie ich die Kellertreppe runter und hoch gehe. Geht immer noch nicht. Ich kann halt auch hier rausgehen. Kriege ich da irgendwas mit? Das bringt ja alles nichts. Ich kann auch hier nicht durch die Fenster irgendwie gucken, ne? Nee,
Das ist alles nur ein Fenster von dem Van. Ich kann aber nicht durch die Hausfenster gucken, ob sie da irgendwie mittlerweile lang gegangen ist. Hier auch nicht, ne? Ist das hier, wo die Hütte ist? Ich glaube fast nicht. Das sieht voll komisch aus. Was ist denn das eigentlich für ein Rad dahin? Warte mal, steht denn da? Kann es leider nicht lesen. Ich würde es gerne lesen, was da hinten über... Ich weiß nicht, ob das eine Tür ist in diesem komischen Ding. Ich weiß nicht, was das sein soll. Fehlt mir vielleicht noch was? Vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Also hier hätte ich ja auch gedacht, dass ich das mit dem Messer irgendwie rauslockern kann. Oh! Oh, okay. Geht sogar. Ich dachte, das hätten wir schon probiert. Huch. Ein Ziegelstein. Ein alter Stein. Das ist ziemlich schwer. Schlechte Idee. Ich bin mir sicher, dass ich eine bessere Verwendung dafür finde. Ich hätte eine kleine Idee. Eine ganz, ganz kleine Idee. Wir gucken mal, ob die Idee irgendwie funktioniert. Ah, wenn ich Pech habe, dann läuft die jetzt wieder lang, ne? Ah, oh Gott, ich habe jetzt erstmal Angst, wenn ich durch diese Tür gehe. Kann ich mich verstecken? Nö. Kann ich nicht. Okay, die ist nicht getriggert durchs Telefon. Das war gescriptet, 100 Pro. Kann ich mir nicht anders vorstellen, dass es... Okay, sowas funktioniert hier nicht. Ich hätte vielleicht gedacht, dass ich hier irgendwie den Stein oben auf den Türrand legen kann. Und wenn die Frau durchgeht, ja, dann kriegt die halt den Stein ab. So war irgendwie gerade meine ganz eigenartige Idee. Hier kann man auch nichts machen, ne? Kann ich hier irgendwie reingreifen? Nö. Mit dem Greifer ist er sowieso ganz komisch. Der würden mir ganz viele tolle Orte einfallen, wo ich den benutzen kann. Aber irgendwie kann ich ihn nirgendwo benutzen. War hier noch was? Ja, hier wären das Schlüssel halt noch. Aber auch hier halt nichts, ne? Oh, ich hab's. Hä, das habe ich doch schon ausprobiert. Habe ich das nicht alles schon ausprobiert mal? Ein Ersatzschlüssel. Okay, das ist echt eigenartig. Ich bin der Meinung, dass ich den Katzengreifer da schon verwendet hatte. Na gut, dann halt nicht. Habe ich den wohl noch nicht da ausprobiert. Habe ich den wahrscheinlich überall anders ausprobiert, aber genau da nicht. Schlüssel, Schlüssel. Wo braucht man einen Schlüssel? Der Van, ne? Wahrscheinlich. Sieht doch aus wie so ein Autoschlüssel. Gucken wir mal. Müsste ich ja hier vorne dann benutzen, ne? Passt nicht ins Schloss. Vielleicht ist er für die Haustür des... ja. Moment. Moment. Diese Steuerung manchmal. Vielleicht ist er für die Haustür des... Hintertür des... Was? Hintertür des Vans. Moment. Halt. Nochmal. Ja. Okay. Sind wir ja doch noch einiges hier. Hätte ich nicht gedacht. Durchsuche den Van-Laderaum. Oh mein Gott, was für ein schrecklicher Gestank. Aber was ist das? Scheinbar tut dieser Idiot alles, was ein gruseliges Frauchen aus der Hölle ihm sagt. Er hat seine Gasmaske hergebracht. Oh, die nehme ich mit. Er wird sie eh nie wieder brauchen, wenn ich hier fertig bin. Das ist gut. Das heißt, wenn wir das Gas angemixt haben, haben wir auf jeden Fall eine Gasmaske. Sie stinkt nach Blut und Schweiß. Noch nicht. Okay, die wird es wahrscheinlich erst aussetzen, wenn wir das Zeug anrühren. Da ist das schon mal nicht schlecht. Das Glas auf einer Seite des Fensters ist kaputt. Moment, das ist schlecht. Drin sehe ich meinen Entführer, wie er tief und fest im... Das ist schlecht, wenn das Fenster kaputt ist, weil dann haut unser Gas, was wir da unten im dem Eimer, was unter dem Fenster steht, anrühren, garantiert einfach das Fenster ab und da reicht ihn gar nicht, oder? Kann ich da den irgendwie zwischendingsen? Nee. Der Stein wird es ja nicht sein. Nee. Ich bin mir fast sicher, dass wir das Fenster irgendwie noch reparieren müssen. Hier, das Bild. Okay, Mensch, das ist ja alles ganz schön kompliziert. Das sollte den Luftzug im Keller stoppen. Gut. Gut, dass wir das jetzt schon gesehen haben. Dass ich da jetzt keinen Fehler gemacht habe. Nachher hätte ich das Gas da angerührt und dann wäre alles einfach abgehauen und alles umsonst. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. So, ich glaube, da kriege ich nichts. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Gut, das hätten wir. Gehen wir wieder rein. Ich speichere mal. So. Einfach irgendwelche komischen Buchstabenkombis. Aber jetzt habe ich auch gar nicht mehr so viele Sachen hier. Der Greifer ist weg. Der Stein... Stein und Stofffetzen kann ich nirgendwo für gebrauchen. Stein und Stofffetzen, ja. Die Bleiche brauche ich zum Anrühren des Gases, die Gasmaske, um mich dann halt... Ja.
zu schützen. Warum denn nicht einfach hier so eine Flasche? Nimm die doch mit. Nimm mit, die scheiß Flaschen. Da könntest du so schnell als Waffe benutzen. Also ganz ehrlich, das tut doch echt weh, wenn man so eine scheiß Flasche in den Kopf kriegt. Hm, wir sollen auch noch nicht gucken. Ich habe jetzt jedes Mal Angst, ich will nicht durch diese Tür gehen. Ich habe jedes Mal Angst, dass die Frau da plötzlich rauskommt. Geht immer noch nicht. Nee, die ist nicht getriggert. Der Tisch wird erst freigegeben sein, wenn ich auch wirklich weiß, dass die kommt. Scheinbar. Hier ist auch nichts mehr. Bleiche über Bleiche. Ich weiß echt nicht, was soll ich jetzt noch machen? Verrostet und bedeckt mit Schleim. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas bedeckt. Vielleicht putzen? Nö. Hm. Ja, ich versuche jetzt echt so ein paar dämliche Sachen einfach aus, weil ich echt nicht genau weiß, was ich tun soll. Hier die Badewanne ist nicht mehr optional. Nein. Die ist raus. Gucken wir hier nochmal rein. Vielleicht kann ich den Stein hier doch an den Kopf schmeißen. Das ist doch ganz einfach. Schlechte Idee. Finde ich nicht. Also ich glaube, die wäre K.O., wenn ich ihr den an den Kopf schmeiße. Bin ich mir beinahe sicher. Das geht auch nicht. Kann ich sie mit dem Stofffetzen ersticken? Nö. Das sind drei Sachen, die alle wehtun würden. Bleiche mit dem Stofffetzen ersticken. Na gut, da kannst du uns mit dem Messer reinhauen, wer blöd. Ziegelstein werfen. So viele tolle Optionen. Boah, das ist so widerlich einfach. Ich kann nichts tun, solange die da ist. Ich muss die da wegkriegen, auf jeden Fall. Ich muss die da einfach wegkriegen. Okay, hier gibt es keine in der Badewanne verstecken. Aber das will sie ja nicht. Ja, da will ich mich auch nicht dran verstecken. Also ganz ehrlich, nee, ich kann nicht verstehen. Ist okay. Würde ich auch nicht machen. Der kriegt sie wahrscheinlich sonst was für Krankheiten und stirbt da dran. Das muss ja nicht sein. In der Küche gibt es nichts zu holen. Hier habe ich echt alles mehrfach versucht. Hier irgendwas einschmeißen? Nee, das macht keinen Sinn. Waschen hat sie hier nichts gesagt, ne? Dass ich irgendwas sauber machen soll. Der Kühlschrank ist blutig, hat sie gesagt, geht nicht auf, aber... Oder wollt sie nicht reingucken? Ich weiß auch nicht mehr. Nee. Ist doch Quatsch. Ja, ist immer so die typische, so ein Point-and-Click-Adventure an Stellen, wo man nicht mehr weiterkommt, weil irgendwie die Logiklücke einfach da ist. Dass man dann einfach alles mit allem verwendet irgendwie. Draußen gibt es einfach auch nichts zu tun. Draußen, ich könnte versuchen, wartet mal. Wartet mal. Das wäre zu laut, ne? Wenn ich das hier versuche. Oh doch. Okay, wir schmeißen das Fenster ein. Ich dachte, das wäre zu laut gewesen. Deswegen habe ich das vorhin gar nicht erst versucht. So, das Handy nehmen wir. Ah, das Handy. Natürlich. Jetzt rufe ich mit dem Handy das Haustelefon an. Natürlich erst, wenn ich mich unterm Tisch versteckt habe. Okay. Gut. Gut, dass Susan auch so gut ist, daran sich Nummern zu merken. Das ist echt praktisch. Ich gucke mir erstmal so das Handy an. Untersuchen. Ich hasse Handys. Ich hatte selbst nie eins. Aber jetzt könnte es nützlich sein. Der Akku ist voll. Ich muss nur eine Nummer wählen. Ruf jemanden an. Ja, ich kann tatsächlich die Nummer anrufen. Okay. Was? Ich kann mich nicht verstecken? Okay, dann rufe ich an und verstecke mich ganz schnell. Geh ran. Ruf keiner an. Okay. Dann jetzt ganz schnell. Oh Gott, ich habe Angst. Ich hab Angst. Vor allem kommt ihr auch wieder zurück, ne? Wenn keiner am Telefon ist. Versteck dich. Okay, gut. Oh. Oh Gott, ich bin so ein Schisser. Ich bin. In Horrorspielen bin ich echt so ängstlich. Aber wie die auch läuft. Die läuft wie so ein Silent Hill-Zombie-Krankenschwester. Das ist bestimmt auch angelehnt, oder? Also ganz ehrlich, ich muss da so an Silent Hill-Krankenschwestern denken. Das ist doch garantiert so, wie ihr wollt. So, darf ich jetzt bitte mich bewegen? Schnell, schnell, schnell. Susan, lauf. Renn. Renn, renn, renn. Wir müssen da jetzt ganz schnell machen. Die wird da ja bestimmt gleich rangehen. Das klingelt nicht mehr, ne? Doch, das klingelt. So, jetzt beeil dich hier. Nimm den scheiß Pestizide. Ich guck mich gar nicht erst um am besten. So, es gibt hier auch nichts zum Umgucken. Gut. Muss ich jetzt in die Badewanne springen? Okay, nicht. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich mich jetzt in die Badewanne verziehen muss. Es klingelt nicht mehr. Oh mein Gott, es klingelt nicht mehr. Oh, versteck dich. Los. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwie ein Timer mitlief oder ob
ob das jetzt tatsächlich einfach so ob wir jetzt auch einfach hier 3 Stunden hätten stehen können, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, man hat manchmal so viel Panik in so Spielen und denkt, das wäre auf Zeit. Dabei ist das dann gar nicht so. Wundert die sich eigentlich nicht, dass da jetzt angerufen wurde? Also ich an ihrer Stelle wäre jetzt so ein bisschen alarmiert. Naja, gut. Hauptsache, wir haben unsere Pestizide. Das ist alles, was ich will. So, hier unten im Keller fühle ich mich seltsamerweise irgendwie sicher. Ich weiß nicht warum. Ich würde gerne mal die Pestizide anschauen. Eine Flasche Pestizide. Auf dem Etikett steht deutlich Gefahr. Okay. Finde ich gut. Genau das ist das, was wir brauchen. Schleich dich rein. So, hier ist der Eimer. Da oben sehen wir, das Fenster ist zugemacht mit dem Gemälde. Ich glaube, das ist das. Ich speichere mal. So, komische Buchstabenreihenfolgen. Okay. Nee, untersuchen muss ich nichts. Wir kippen. Bleiche. Ich will mich nicht selbst vergiften. Oh, ja. Entschuldigung. Trage. Die Gasmaske. Jetzt. Bleiche. Und Pestizide. Nein, nicht hier. Oh, wir stehen nicht richtig am Eimer, ne? Kann sein. So, die ist nämlich ein paar Schritte weggegangen. Da schon wieder. Und? Und? Ist es das? Ist es das? Ja. Ja. Super. Stirb, du scheiß Arschloch. Ja, ganz ehrlich, der hat's verdient. Nein! Oh mein Gott! Oh Gott. Ah, das war böse. Ich habe fast mit gerechnet, aber trotzdem böse. So, darf ich jetzt missgestört einfach abschießen? Ich hoffe. Komm mal her. Das sieht vor allem mega cool aus hier mit der Shotgun, mit der Schrotflinte und der Gasmaske. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Fallout. Und die Musik ist auch übelst geil. Voll gut. Voll gut. So, ich fühle mich jetzt auch mega sicher tatsächlich. Jetzt habe ich keine Angst mehr und den Tisch verstecken. Zip. Brauche ich nicht. Ich gehe da jetzt hin und knall die einfach ab. Und ich wette, dass es so einfach nicht wird. Wetten, da geht jetzt irgendwas schief. Das ist zu einfach. Da ist es viel zu einfach hier. Mir gefällt gar nicht, wie es aussieht. Du sollst rein gehen. Oh nein. Oh oh. Sie ist nicht da. Ich hab's mir fast gedacht. Ich wusste es. Was? Gedrückt? Gedrückt. Achso, gut. Ich habe gerade einfach 100 Mal drauf gedrückt. Geil. Sorry, aber. Yeah. Wollen wir was machen? Ach, die Bitch, da versteckt die sich da einfach in der Badewanne. Geile Musik. Oh, sehr geil. Oh, richtig badass. Susan sah nie cooler aus. So, jetzt gehen wir in die Wüste und knallen irgendwelche Raider ab. Kapitel 5. Wie viele gibt es eigentlich? Ich weiß es nicht. 10? Manche Blumen neigen sich nie zur Sonne. Aha. Wir haben überlebt und wir sind zu Hause. I was worried sick about you. Glaube ich. Are you all right? How did you get back? Ich weiß nicht. I walked. Was? You saw something terrible in that fog, didn't you? I saw a monster. 2. Na. No. Oh. Oh, wie süß, die beiden. Na, oh, so schön, dass sie sich gefunden haben. Ich bin so froh für Susan und auch für Mitzi. Oh Mann. Ja, leider sind wir jetzt am Folgenende, aber es ist ja auch ein schönes Happy End für ein Folgenende. Also oft stehen wir hier, weiß ich nicht, am Ende mit echt furchtbaren Gefühlen, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Endlich haben wir mal ein kleines Zwischen-Happy End, aber ich bin sicher, wird gleich wieder irgendwas ganz, ganz Grausames passieren. Okay. Aber immerhin mal so ein kleines Erfolgserlebnis. Boah, das haben die sowas von verdient. Also ganz ehrlich, da hatte ich auch null Mitleid mit den beiden. Die haben so viele Menschen wahrscheinlich getötet, nach dem Fleisch zu urteilen. Und Katzen und Menschen. Und wollten Susan umbringen. Haben ihr Bleiche ins Gesicht geschüttet, obwohl unser Gesicht gar nicht so aussieht. Finde ich seltsam. Also ich bin, ja, ich habe null Mitleid. Ich fand die Szene auch einfach geil.
Also ganz ehrlich, wie die da aus der Badewanne rauskam, wie Susan da einfach eiskalt reagiert hat. Ist ziemlich cool. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, damit ich Bescheid weiß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.